Oh, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed Origins und wir müssen Lucius Septimus töten. Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du misch dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar. Knie vor Rom. Ja, du kannst dich morgen. Ich bin gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst. 35, ist er? Genauso wie wir. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Hälfte haben wir. Gut. Scheiße. Frage, kann man uns... Scheiße! Mann! Kannst du euch irgendwas anderes machen? Ach Mann! Dein Scheißer! Schwebeangriff, was mach ich bei mir? Ja, du kannst mich mal mit deiner Scheißfähigkeit da. Hast du irgendwas anderes außer das? Ich muss wieder Energie haben. Ich brauche wieder Energie. Dann sieht es wieder ein bisschen was rosig aus. Jetzt habe ich ihn. Yes! Jetzt habe ich ihn. Endlich. Septimus tot. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Ja. Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apollo, verschlinge dein stinkendes Herz. Von Cleopatra noch verschont. Aber von uns dann am Ende dann gerecht. Zwar, ja gut, das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der hat, wie gesagt, einen Balken hat. Aber wir haben Septimus. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kurie sein. So.
Okay. Erreiche die Kuria. Warte mal, ich kann mal hier schnell noch mal Zeugs auffüllen, weil wir brauchen noch dringend. Ja, wir werden es hoffentlich wahrscheinlich heute durchziehen. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Das heißt. Oh, Scheiße. Das war nicht eine gute Idee. Den haben wir tot. Tot. Tschüssi. Ich kletter mal hoch. Alter. Klar, sie haben hier unten noch mal vier, ne? Ecco mio. Aua. Denkst du, willst du mich verarscht jetzt? Die Flamme denn heute, Freddy? Achtunddreißig, fick dich doch! Verpiss dich jetzt von mir! Verarschen jetzt? Ich komme nicht rein, weil ich die für das Idiot noch an der Nase habe. Willst du mich verarschen jetzt? Verpiss dich! Jetzt lass mich einfach nur in Ruhe! Ich weiß, ich muss hier hoch irgendwie. Ich muss hier mal hoch. Aua! 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 So, jetzt mal gerade ein bisschen aus der Luft rausnehmen. Fuck, fuck you. Ihr wisst natürlich sofort, wo ihr lang müsst, ne? Ich muss hier hoch. Ich muss hier mal raus aus der Nummer. Aua! Ja, häng dich da ruhig hin. Kein Problem! Ja, schön! Da waren oben ruhig geschossen. Ich brauch da nicht hochklettern, ich klapp da einfach mal ein bisschen hängen. Meine Nägel rutschen sonst weg. So, sick. Wie müssen wir da? Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir übers Dach gehen. Im Idealfall uns ein bisschen außen vor lassen. Wichser. Ja, da kommst du mal, egal wo du hingehst. Tschüss. Willst du mich verarschen jetzt? Haut da von mir jetzt endlich mal. Aua. Ihr könnt mich verarschen. Ey, was für Dinger werfen die? Sofort One-Hit-KO oder was? Egal, was du machst, ey. Warte!
So. Tot. Klar, außen durch, wenn wir nicht gehen können. Jetzt muss ich jetzt gucken, zu erklären, warum das Ding hier oben ist, weil wir, ja, wir können sie gar nicht nehmen. Ha. Pfeile. Ah, wir können natürlich nicht. Sind die jetzt hochgekommen oder was? Scheinbar. Ah ne, wir müssen. Scheinbar sind die doch hier hochgekommen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Scheinbar sind die hochgekommen. Genau. Doch, die sind hier hoch. Scheiße. Die sind jetzt zu zweit hier oben, oder was? Ja, ihr Säcke! Ihr seid jetzt natürlich alle hier oben, ey! Yep. Ich weiß nicht. Ich mich jetzt nicht. Hör auf, mir auf den Sack zu gehen, ey. Oh, da kommt der nächste angeschissen, ey. Ey, du hast gar keine Chance, da irgendwie mal durchzugehen, ne? Der vernünftig mal nicht durchzuarbeiten. Wie zur Hölle soll ich darüber? Ja gut, es ist ja also die Möglichkeit, jetzt was anderes zu machen. Ich gehe oben über, versuche komplett übers Dach zu gehen. Ich weiß nicht, ob es geht. Komme ich nicht rüber jetzt oder was? Was anderes bringt jetzt eh nicht, weil ich muss jetzt gucken, dass ich schon wieder hochkomme. Auf die Dächer komme und dann versuchen, da komplett außen rum zu gehen. Das macht jetzt eigentlich weniger Sinn, am meisten Sinn. Weil vor unten durch ist es zu viele. Ist mich verarschen jetzt? Ich komme nicht da rüber, oder? Oder wir müssen jetzt da lang hangeln. Da sind viel zu viele Gegner. Aber ich komme auch nicht darüber, ne? Das bringt jetzt nichts. Wie gesagt, ich versuche jetzt irgendwie über das Dach zu kommen. Ich versuche aufs Dach zu kommen. Aber das Problem ist einfach, dass hier zu viele irgendwelche Dornen oder was auch immer sind, dass wir nicht aufs Dach können. Ich vermute, das sieht bei den anderen Dingern nicht anders aus. Das heißt, wir müssen also die ganze Zeit hier rüber hoch. Hier oben uns rüber hangeln. Hier sieht es mich auch nicht aus. Oh, Scheiße.
Feinde können wir knicken. Sobald der eine uns sieht, alarmiert ihr seine ganze komplette Kundschaft. Aber wie gesagt, was anderes geht jetzt, habe ich jetzt keine Idee. Wir haben es jetzt mehrfach versucht durchzuprobieren. Sobald er, wie gesagt, da kommen so 5 Mann aufeinander. Und solange sie uns nicht interessiert. Wir sind ja schon fast da, ne? Wir haben ja nicht mehr allzu viel weit. Also, Hilfe. Geh doch mal. Ach, geh doch da in die Richtung. Oh, das war keine Absicht. Ja, lauf mal ein bisschen da ganz außen rum. Ach, geh doch da rüber, ey. Ah ja. Also wir müssen zur Kuria. Das ist jetzt hier quasi hier vorne. Jetzt sind wir nämlich einmal aus komplett rum. Und weiter geht's hier oben lang. Oder auch nicht. Muss ich verarschen jetzt? Fuck you, fuck you, fuck you. Nein, nein. Nein, das ist nicht so, dass jetzt wirklich der Letzte mich gesehen hat. Du hast mich jetzt... Du bist jetzt nicht ernsthaft der Einzige. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Nein. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist nicht wahr. Du kommst da perfekt drumrum. Leck mich doch am Jacket. Da kommt natürlich der Zweite direkt hinterhergelackelt. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur so, die wenigen. So, eliminiere Cäsar. Du bist genauso privilegiert wie ich. Die Frage, ob ich da arbeite. Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Gute Nacht. Die hat jetzt niemand interessiert. Auch du, mein Sohn.
Ja, so viel zum Thema, ne? Traue niemandem. Auch wenn es so scheint. Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Und das war's, denke ich mal jetzt auch, oder? Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Worum ist die Ewige? Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Oder auf Englisch, Rest in Peace, oder auf Deutsch, Ruhe in Frieden. Aus dem Bezirk von Rom, zwei Tage später. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. Fünf Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. So, wir sind wieder mit Bayek unterwegs. Rom, Pantheon-Bezirk, 43 vor unserer Zeit. Bayek, Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Aber Hauptsache, das fette Assassinen-Logo drauf. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst.
Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Und tschüss. Mögen sich deine Siege vervielfachen. Und das, liebe Leute, war's mit Assassin's Creed. Ja, und das war's, liebe Leute, mit Assassin's Creed Origins. Wir synchronisieren nochmal, aber wir sind durch. Mit dem Let's Play. Lange hat's gedauert. Wie gesagt, ich vermute irgendwas mit ...140 Folgen werden wir wahrscheinlich gemacht haben. Wir sind durch für heute. Oder mit unserem Let's Play. Wir haben zwar noch genug Nebenquests also offen, aber wir haben keine Hauptquests mehr offen. Wir haben eigentlich noch ein bisschen was zu tun, ja, aber nein. Ich bin dann mal raus, liebe Leute. Wir sehen uns wieder morgen um 12 wahrscheinlich dann mit Assassin's Creed Valhalla. Und ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid wieder. Bis dann. Tschüss.